zusammen, mein Name ist Dr. Pressure und in dieser Folge von Dr. Pressure erklärt's schauen wir uns an, wie man mit Ehren ein Hardscoper bzw. Sniper in Call of Duty Modern Warfare 3 sein kann. Dafür gebe ich euch erstmal einen kleinen Überblick über meine Lieblings-Sniper-Klasse und dann schauen wir uns an, wie man richtig sniped. Dafür erstmal eine kleine Information vorweg. Das hier ist nur der erste Teil meiner Sniper-Series. Es geht hier hauptsächlich um Hardscopen. Wenn euch Quickscopen interessiert, dann schaut einfach in mein anderes Video rein. Eine Verlinkung findet ihr hier auf dem Bildschirm. Aber jetzt erstmal dazu. Warum denn ehrenvoll snipen? Es geht hier nicht darum, dass man sich mit Attentäter Pro und einer gesilenceden Sniper-Rifle irgendwo hinlegt, sondern wir wollen hier richtig snipen. Dafür erstmal, welche Klasse solltet ihr verwenden? Ich spiele am liebsten die MSR, aber ihr könnt im Prinzip jede Sniper-Rifle spielen, die euch liegt und die euch gut gefällt. Bei den Fertigkeiten empfehle ich sehr gerne Stabilität. Treffer würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen, denn das bringt überhaupt nichts bei den Sniper-Riflen. Dann bei den Aufsätzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und letztendlich ist es so, jeder kann das verwenden, was einem gut gefällt. Ich spiele sehr gerne die Extended Mags, also erweiterte Magazine, oder eben den variablen Zoom, kann ich sehr empfehlen. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr hardscoped, eine Waffe, eine Sekundärwaffe mitnehmen, mit der ihr sehr gut umgehen könnt, denn ihr seid sonst im Nahkampf aufgeschmissen, außer ihr quickscoped sehr gut, was aber in den meisten Fällen, wenn jemand mit einer SMG kommt, werdet ihr keine Chance haben. Zu den Perks. Ich verwende Fingerfertigkeit Pro, Schnellziehen Pro und Meisterschütze Pro. Ich würde euch vor allem Meisterschütze Pro empfehlen, weil ihr auf den langen Sichtlinien dann den Gegner sehr gut finden könnt und ihr ihn viel besser ausschalten könnt. Aber jetzt gibt es erstmal einen kleinen Überblick darüber, wie man sich denn so positionieren sollte, wenn man sniped. Denn natürlich muss das Gameplay an die Klassenwahl angepasst werden. Natürlich könnt ihr nicht in den mittleren Bereich der Map immer rushen und da hart abgehen, denn ihr seid nun mal Sniper. Das heißt, ihr seid in der zweiten Reihe. Ihr unterstützt euer Team darin, dass ihr eben die Gegner aus der Entfernung ausschaltet und sie zum Beispiel von den richtigen, wichtigen Punkten des Spiels entfernt und sie eben früh genug tötet. Dafür solltet ihr euch positionieren in folgenden grün markierten Punkten. Das heißt, das sind alles Punkte, die am äußeren Rand der Map liegen. Denn ihr habt nun mal eine Waffe, die über lange Distanzen funktioniert. Das heißt, positioniert euch so, dass ihr eine lange Sichtlinie habt und so die Gegner an wichtigen Stellen, wo sie zum Beispiel herlaufen, um auf einen Punkt zu kommen, wie zum Beispiel bei Herrschaft in Punkt B, könnt ihr sie sehr gut ausschalten. Oder wie hier, sie wollen meine Spawn rushen. Also verteidige ich die so lange, bis meine Freunde alle auf B gekommen sind und gehe dann auch weiter. Und jetzt hier der wichtigste Punkt. Ihr solltet niemals nur an einem Punkt auf der Map rumsitzen und ihr werdet da so schnell ausgeschaltet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Deswegen bewegt euch, tötet ein, zwei Gegner und dann sucht euch den nächsten Punkt auf der Map, der für euch geeignet ist, verweilt da kurz, macht euer Spiel, passt dann taktisch eure Position wieder richtig an. Mir ist es wichtig, euch zu sagen, Übung macht auch beim Hardscopen den Meister. Das heißt, es wird nicht direkt beim ersten Spiel richtig gut laufen. Übt ein bisschen und dann werdet ihr immer besser. Wenn ihr ein richtig guter Quickscoper werden wollt, dann klickt einfach auf die Anmerkung und ihr kommt zu meinem Video über Quickscopen. Hat euch das Video gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, shared es, favorisiert es und hinterlasst mir Kommentare für Fragen und Anmerkungen. Ich freue mich darüber immer sehr. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video, euer Dr. Pressure.